da hinten. Schönen guten Abend, verehrtes Publikum. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Saal und an den Bildschirmen zu Hause, denn wir streamen heute diese Veranstaltung, die wir in Kooperation mit dem SIAF, dem Schweizerischen Institut für Auslandforschung, namentlich Martin Meyer, veranstalten. Ich freue mich sehr, dass wir heute über Truman Capote etwas zu hören bekommen. Seinetwegen sind Sie hier, vermute ich, literarisches Wunderkind, Erfinder der Non-Fiction-Novel. Vielleicht sind Sie aber auch wegen Anushka Roshani hier oder wegen Elke Heidenreich. Das macht nichts, denn das ist eine Kombine, über die ich mich sehr, sehr freue. Und ich würde sagen, legt los. Einen unterhaltsamen und sehr inspirierenden Abend wünsche ich Ihnen. Danke. Ich fange mal an. Anushka Roshani hat ein Buch geschrieben, das heißt True Boy. Und True ist sowohl wie, eigentlich müsste noch ein E dran sein, ne? True Boy, sei ein echter Junge. Aber es ist, kommt von Truman, Truman Boy. Und darüber reden wir heute Abend. Und ich will mal kurz erzählen, was du auch nicht weißt, was meine allererste Begegnung mit Truman Capote war. Da war ich 15 Jahre alt, 1958. Und meine Mutter merkte, das Kind liest viel. Und schenkte mir einen Bildband, der hieß Dichter. Außen drauf war Hermann Hesse und innen drin waren dann, was weiß ich, Beckett, Virginia Woolf, Tennessee Williams und auf einer Seite ein unfassbar schöner junger Mann, der ganz lässig an einem Baum lehnte. Kennst du das Bild? Da ist er noch ganz jung. Und er war so schön und ich war schockverliebt. Und er war meine erste richtig große Liebe. Und ich habe nicht gewusst, wie klein er ist, dass ich damals schon größer war als er. Und wie wahrscheinlich auch ekelhaft er zum Teil war. Ich habe einfach nur gedacht, boah, Truman Capote. Und als ich dann älter wurde, habe ich alles von ihm gelesen, was ich kriegen konnte. Als erstes die Grasharfe, Baum der Nacht, dann natürlich Kaltblütig später und wir alle kennen sein zauberhaftestes Stück, Frühstück bei Tiffany, das aber als Buch auch ein bisschen anders ist als der Film, nicht ganz so harmlos. Und du hast dich aber auf ganz andere Weise in ihn verliebt. Du wusstest schon, so schön ist er gar nicht, was ich gar nicht wusste. Du wusstest, nee, ich so wusste gut schon, ist er. Dass die Liebe nie erwidert würde, in der Form zumindest. Das wusste ich. Aber was ist bei dir der Auslöser gewesen? Bei mir war es tatsächlich eine Kurzgeschichte, die auf Deutsch Kindergeburtstag heißt und in Baum der Nacht ist, in seiner frühesten Erzählsammlung. Und das ist aber ein Teil, den ich eh lese, sozusagen, da komme ich noch drauf. Und da war ich schockverliebt in seine Texte. Und jetzt in den letzten Jahren erlebt er eine Renaissance, unter anderem auch durch den Verlag Kein und Aber, den dein Mann leitet. Und du hast offensichtlich da mitgewirkt, dass die ganzen Werke von Truman Capote neu übersetzt werden und neu aufgelegt. Also ihr habt da jetzt schon eine ganze Menge rausgebracht in den letzten Jahren. Ja, weil wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann wir begonnen haben, 2003 oder so, habe ich Peter tatsächlich gesagt, das Baum der Nacht. Also ich bin vor allen Dingen immer so ein Fan gewesen von seinen Kurzgeschichten. Und die waren auf Deutsch vergriffen schon. Wo war der denn vorher, bei welchem Verlag? Ja, der war bei ganz vielen, Dimes Verlag und so, aber in uralt Übersetzung aus den 50er Jahren und so. Und auch zum Teil wirklich nicht mehr verständlich. Also es war wirklich so ein Deutsch aus den 50er Jahren, was ja auch manchmal seinen Reiz hat und so. Diogenes hat ja auch noch Carsten McCullers in Übersetzung von Elisabeth Schnack und so. Also, aber es ist zum Teil wirklich dann die Zugänglichkeit nicht mehr da, habe ich dann festgestellt. Ja, man muss manche Sachen anders lesen heute. Ja, ja, das stimmt. Und dann hat sich der Verlag gleich um die gesamte Werkausgabe bemüht. Und dann waren die Rechte leicht zu kriegen? Ich glaube, es hat sich damals niemand mehr interessiert. Oder? Und dann hat sie nach und nach sein ganzes Werk neu aufgelegt, in sehr schönen alles Ausgaben, neu übersetzt, alles über neu übersetzt, was natürlich auch immer relativ viel Kosten bedeutet. Aber dann ist uns das Glück zu Pass gekommen, weil dann wirklich 2004 wurde dann sein eigentliches Debüt gefunden, also Summer Crossing auf Englisch, auf Deutsch Sommerdiebe. Denn eigentlich hatte er also andere Stimmen, andere Räume, gilt ja als sein Debüt. Und dann tauchte plötzlich dieses Manuskript was auf. Was heißt tauchte? Plötzlich, es taucht ja nichts plötzlich auf, ihr habt gesucht. Nee, wir haben das nicht gefunden, sondern angeblich, also so ist zumindest die Legende um diesen Fund, dass ein Hausmeister, der in Abwesenheit, Ferienabwesenheit von Capote, sozusagen mit der Order irgendwie, ja, schmeißen Sie alles weg und räumen Sie meine Wohnung in meine Abwesenheit, dass der das so aufgehoben hat, dieses Manuskript von Summer Crossing, und dann hat das irgendein Neffe oder so von diesem Hausmeister, als der gestorben ist, gefunden, hat das natürlich versucht, zu Geld zu machen, und hat es dann, weiß ich nicht mehr, wer das war, ich glaube,
Sotheby's oder Christie's oder so angeboten. Und dann, aber das ist ja immer ein Irrtum, den Leute, die sich mit Rechteinhabern und so nicht auskennen, begehen. Er hat gedacht, irgendwie, er könnte eben damit viel Geld machen und wusste nicht, dass die Rechte aber immer beim Trust, beim Capote Trust liegen. Und der hat es dann erworben. Und wie ist diese Liebe bei dir entstanden? War das die Liebe zu seiner Literatur, zu seinen Geschichten, zu dem seltsamen Mann? Was ist da bei dir passiert? Wann fing das an? Nee, ich bin wirklich als Leserin, habe ich mich in ihn verliebt, in seine Texte. Und dann bist du aber wirklich jetzt, das Buch hat ja einen Untertitel, Mein Sommer mit Truman Capote, er ist ja nun schon lange tot. Also du hast keinen Sommer mit ihm verbracht, sondern du hast einen deiner Lebenssommer geopfert auf seinen Spuren. Erzähl mal, was hast du gemacht? Und gerne geopfert. Ich habe gedacht, ich sollte noch mal irgendwie all die, die ihn noch kennen, die natürlich alle jetzt hochbetagt sind, versuchen aufzuspüren. Also persönlich gekannt haben. Seine Weggefährten und seine letzten Freundinnen, die bis zuletzt an seiner Seite waren, sollte ich noch versuchen aufzutreiben und besuchen. Und das ist auch bei nicht allen leider gelungen. Der ein oder andere ist mir weggestorben unter den Händen quasi. Also zum Beispiel Prinzessin Lee Radziwill, das war eine seiner sogenannten Schwäne, die Schwester von Jackie Kennedy. Schwäne? Ja, er hatte ja diese ganzen eleganten, also die schönsten, elegantesten Frauen seiner Zeit, hat er seine Schwäne genannt. Und er hat sie letztlich alle vergrault am Ende, ne? Nicht alle, das ist auch ein bisschen eben die Legendenbildung, gegen die ich auch ein bisschen versucht habe anzuschreiben. Genau, können wir ein bisschen drüber noch reden vielleicht. Den einen oder anderen Schwan hätte ich gern noch getroffen. Da ist auch Mariella Agnelli, die Frau des Fiat-Chefs zum Beispiel, darunter gewesen und so. Und das war mir leider nicht vergönnt. Der Tod kam mir dazwischen. Aber es sind immerhin noch 7, 8 Leute, die ich noch treffen konnte und die mir viel erzählt haben. Und auch das Bild tatsächlich von Capote, finde ich, ziemlich verändert haben für mich nochmal. Also zum Beispiel, da kommen wir wahrscheinlich auch nochmal drauf, dass er der große Freundschaftsverräter gewesen sei, dem haben die eigentlich alle widersprochen. Aber es gibt ja ein Bild auf dem Esquire, wo alle sagen, wir sind froh, dass wir bei ihm nicht eingeladen waren, weil er hat ja alles ausgeplaudert. Ja, aber das war nach dem berühmten Black and White Ball, den er irgendwie 1966, als er seinen Kaltblütig als Bestseller feierte, in New York im Hotel Plaza. Da hat er natürlich eine Gästeliste von ungefähr 500 Leuten gemacht, berühmte, nicht berühmte Leute, aber im Grunde alles, was Rang und Namen hatte, war dabei. Aber natürlich hat er damit auch ganz viel vergrault, nämlich die er nicht eingeladen hat. Und das war dieser Esquire-Titel, der bezieht sich darauf, dass ein Jahr nach diesem Ball, also es war lange noch vor der Vorabpublikation da im Esquire, die dann so einen Skandal ausgelöst hat, da haben die sich noch beschwert darüber, wir wären nicht gekommen, selbst wenn du uns eingeladen hättest, was man natürlich immer so behaupten kann. Ne? Auf den Skandal kommen wir noch. Ja. Nicht jeder wird wissen, was das für ein Skandal war. Darüber reden wir noch. Aber erstmal wollen wir ja wissen, was war das für ein Mensch? Wie ist er aufgewachsen? Wie bist du darauf gekommen, einen Sommer mit ihm zu verbringen? Und da das ja nun ein Buch ist, wollen wir auch hören, wie sich das Buch anhört. Fang doch mal an zu lesen am Anfang. Du wolltest ganz am Anfang anfangen. Genau, ich fange mal wirklich mit dem Anfang an, mit den ersten Seiten. Und dann lese ich noch was aus der Biografie und für den Einstieg. Wo seine Welt anfängt. Ein Kind brüllt sich die Seele aus dem Leib. Es ist zu klein, um die Klinke zu erreichen, doch auch wenn es ihm gelänge, die Tür ist verriegelt. Mit der Nacht dehnt sich seine Panik aus. Und wie Blitze, die Schwärze in Stücke reißen, durchzuckt ein Schauer frühen Erkennens die Luft. Es ist Mutterseelen allein. Irgendwo draußen vor der Tür vergnügt sich seine Mutter, als gäbe es kein Morgen. Während der neue Tag anbricht, fällt das Kind, von seinem unerhörten Geschrei entkräftet, in einen erlösenden Schlaf. Am Ende jedoch bleibt es untröstlich. Zum Glück, weil die Einsamkeit das Kind bald darauf anstiftet, sich selbst Trost zuzusprechen und es dadurch vermag, uns alle mitzutrösten. Zu guter Letzt nämlich wird es sich nicht damit aufhalten, seine Misslichkeit zu beweinen. Ihm dämmert allmählich, das ist, hat man erst einmal für sich ausgeklügelt, wie das Ganze einen Sinn ergibt, zur Genüge wärmen kann, daraus das Schöne zu schälen. Sein Gang der Handlung setzt bei der Unerlässlichkeit ein, sich das Dasein erträglich zu machen. Denn das Schicksal droht zuzuschlagen, noch bevor es anfängt. Seine Mutter hat es abtreiben wollen. Auf welche Weise sie das anzustellen versuchte, lässt sich höchstens vermuten. Ob sie sich um eine Engelmacherin bemühte oder vom Schrank sprang oder sich einen Sud braute,
Schlimm genug die Vorstellung, wie das Kind eines Tages davon erfuhr, bereits als Leibesfrucht unerwünscht gewesen zu sein. Hat die Mutter ihm im Streit etwas Vernichtendes wie »Ich wollte dich nie« entgegengeschmettert? Ihm in einem einzigen Satz von vornherein das Existenzrecht abgesprochen? Ich weiß es nicht. Bloß von dem Segen, dass es dem Satz nicht gelang, das Kind zu zerstören. Im Gegenteil. So allein auf weiter Flur beschließt es mit 8 Jahren, sich seine Daseinsberechtigung eigenhändig zu erschaffen. Aus dem Verlassensein seinen außerordentlichen Zugang zur Welt Wort für Wort zu schmieden. Das Kind wird am Dienstag, den 30. September 1924, geboren. Als es von New Orleans achtbarsten Gynäkologen Dr. King nachmittags um 3 auf einen gleißenden Planeten voll unverdorbener und verdorbener Ungeheuer verfrachtet wird, heißt es Truman Strakus Persons. Berühmt werden aber wird es unter dem Namen, den ihm sein kubanischer Stiefvater Joseph Garcia Capote per Adoption gibt, Truman Capote. Unterdessen hat sich seine Drangsal, für immer und ewig der Sonderling zu sein, seinem Empfinden aufgeprägt wie ein Wasserzeichen. Fortan wird es unverkennbar durch jede einzelne Seite scheinen. Und Capote sich noch in dem verwaisten Kind mit der wundgeschrienen Kehle wiedererkennen, lange nachdem er sich selber das Licht in der Dunkelheit angezündet hat. Was wir auch tun, es geschieht aus Angst. Das schrieb Truman Capote als 22-Jähriger in seiner Erzählung »Die Tür fällt zu«. Und da mein Geist einer Hupfdohle gleicht, die mal hierhin, mal dorthin hüpft, sprang in meinem Hirn der Gedanke an, ja, natürlich, das ist es, was wir gemein haben, Truman und ich und wir alle, egal wie recht oder schlecht wir uns durchs Leben mogeln mögen. Angst. Dann dachte ich, kurios, dass man mit jeder Phase altert, aber eins nicht reift, sondern kindlich bleibt, die Furcht, nirgends dazuzugehören. Zwar kann man lernen, ihr bei klarem Bewusstsein mit Überzeugung und Haltung entgegenzutreten, nachts aber wird man mit einem Bein in ihrem Schlick stecken bleiben. Capote war ein hundsmiserabler Schläfer. Seine Schlaflosigkeit versagte es ihm, sich selbst für eine Weile loszuwerden. Nach wie vor wissen wir nicht genau, weshalb wir schlafen müssen. Wir fügen uns einfach. Dafür entdröselte die Wissenschaft den Traum. Und die sagt, der Gemütszustand, in dem man einschlafe, erzeuge ein Bild. Geht man etwa beunruhigt zu Bett, weckt die Sorge ein Monster aus der Tiefe. Das heißt, nicht der Albtraum jagt uns den Schrecken ein, es verhält sich umgekehrt. Der Albdruck entsteigt einer Beklemmung, die schon da gewesen ist, noch ehe die Helligkeit schwand. An sich hat Capote nichts anderes gemacht. Er nahm seine existenzielle Angst und modellierte aus ihr einen Wachtraum. Spitzte einen seiner Blackwing-Bleistifte, griff sich einen gelben, linierten Block oder ein schwarz-weiß gesprenkeltes Notizbuch, eines von denen, wie sie bis heute in amerikanischen Schreibwarengeschäften zu kriegen sind, und setzte sich ins weiche Bett seiner Fantasie. Begann mit offenen Augen zu träumen. Vorsatz und Programm. Weder der äußeren noch inneren Düsternis nachgeben. Lieber zu seiner eigenen Widerstandsbewegung werden, indem man so furchtlos und einmalig wie möglich gegen sie anschreibt. Nacht für Nacht, seltener am Tag. Nach Jahrzehnten, in denen ich Capotes Bücher gelesen habe, da scheinbar plötzlich geht mir auf, was mich in Wahrheit mit Capote verbindet, ist nicht meine Schwäche für Sprache, nicht Hingabe an die große, großartige Erzählung. Ach was, profaner. Es ist die Schönheit, die auf seinen Sätzen wie eine Schaumkrone thront, die mich derart unmittelbar rührt, dass sie mir als Reflex des Staunens direkt ins Rückenmark fährt. Na und wenn schon, dann ist meine Liebe zu Capote eben schlichter gestrickt. Sowas wie eine Reaktion des vegetativen Nervensystems, die exakt in jedem Augenblick erwachte, als ich seine Kurzgeschichte Kindergeburtstag in die Finger bekam. Es reichte mir, deren erste Zeile zu lesen. Gestern Nachmittag überfuhr der 6-Uhr-Bus Miss Bobbitt. Schon war es um mich geschehen. Mir wurde federleicht zumute, zugleich angenehm schwer ums Herz. Von der Art Schwere, die man auskosten möchte, als würde man wieder und wieder mit der Zunge gegen eine sanft brennende Stelle im Mund stupsen. In der Geschichte um Miss Bobbitt, dieses wunderliche kleine Mädchen mit seiner alterslosen Seele, in dieser einen Geschichte ist alles enthalten. Alle Zerbrechlichkeit und alle Vergeblichkeit und Traurigkeit. Alles, was Truman Capote damals bereits übers Leben wusste.
Und jetzt hattest du dir gewünscht, dass ich an die Biografie springe und zwei, drei Sachen lese? Oder ja, wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir noch etwas mehr über sein Leben erfahren. Aber ich kann dich zwischendurch mal fragen, was würdest du sagen, welche Kategorie ist dieses Buch? Das handelt ja auch von dir. Du bringst dich immer wieder mit ein, was diese Literatur mit dir macht. Es ist ein bisschen Roman. Du hast dir vorgestellt, wie dieses einsame Kind da sich die Seele aus dem Leib schreit. Es ist Dokumentation, es ist Biografie. Was ist es? Also ich habe mir ehrlich gesagt über die Gattung gar keine Gedanken gemacht. Ich wollte ganz bestimmt keine Biografie, keine herkömmliche schreiben. Ich wollte auch keinen Roman schreiben. Ich empfinde mich auch nicht als Schriftstellerin. Gerade wenn es um Schriftsteller geht, vor dessen Altar ich knie, würde ich sozusagen, hängt die Latte so hoch, dass ich mich dann immer nur als Autorin daran versuchen würde. Aber ich habe... also im Grunde ist es das, was die Unterzeile sagt. Also es ist mein Sommer mit Truman Capote, genau. Und ich habe einfach, bin sozusagen an meinem eigenen Interesse vorangegangen und habe mich davon von meinem Interesse leiten lassen. Und, du hast vorhin gesagt, wir kommen noch drauf, wie sich dein Verhältnis verändert hat. Wir sehen ihn ja erst als Genie und hinterher aber auch ein wenig als Monster. Als was siehst du ihn jetzt? Na, ich glaube einfach, dass man hat ihm sehr Unrecht getan, weil man ihn immer in so einer Eindeutigkeit versucht hat zu sehen. Also bis heute übrigens, glaube ich. Und ich glaube, es trägt auch ein bisschen, auch selbst bei der Rezeption, homophobe Züge, das Bild, das von ihm gezeichnet wird. Also er wird immer so als bis zum Schluss so als biestige Tunte gesehen. Klatschtante auch. Klatschtante auch. Und er hat ja auch so Sachen gesagt wie All literature is gossip, alle Literatur ist Klatsch. Aber er meinte ja eher, dass das, und da habe ich mich sozusagen, wenn es jetzt um die Form geht, habe ich mich tatsächlich eher da angelehnt oder in der Form versucht, dass ich versucht habe, die Begegnung mit den Freunden und letzten Freundinnen und Freunden von Capote in, sozusagen anzulehnen an die Form, die er ganz zum Schluss versucht hat, am Ende seiner Karriere, nämlich er hat die sogenannten Konversationsporträts sich ausgedacht. Das heißt, das sind Begegnungen gewesen mit Menschen, also da ist seine langjährige Freundin Marilyn Monroe genauso porträtiert worden von ihm wie seine Putzfrau, die er einen Tag während ihrer Schichten durch die verschiedenen Haushalte in New York begleitet hat. Und das ist sehr basiert vor allen Dingen auf Dialog. Und das habe ich auch versucht. Also diese Form habe ich sozusagen, da habe ich versucht, irgendwie meinen persönlichen Kakao zu machen vor ihm. Weil er zum Beispiel immer wieder was Neues versucht hat, so empfinde ich das. Er hat immer versucht, sozusagen, obwohl er ja schon so ein erfolgreicher Schriftsteller war, hatte immer für sich was Neues ausprobiert. Und er war berühmt dafür, dass er sich über einen ganzen Tag mit jemandem unterhalten konnte und sich wörtlich an das ganze Gespräch erinnerte und das wieder aufschrieb. Ja, du wolltest noch ein bisschen aus seiner Jugend, das fände ich ganz gut, dass wir da noch was erfahren. Genau, aber ich muss einmal kurz erklären, also was mir, ich habe natürlich gedacht, irgendwie, wie bringt man die biografischen Daten sozusagen den Lesern näher? Und dann fiel mir auf, und das war eine lustige Koinzidenz zu deinem Buch Altern, du hast das auch gemacht, wenn in viel kürzerer Form am Anfang des Buches. Ich habe dann gedacht, irgendwie jedes Leben hat ja zwei Lesarten vermutlich. Und was ich eben meinte, ist, tatsächlich finde ich, dass er sehr wenig ambivalent bis heute betrachtet wird als Schriftsteller. Und dass seine große Persona auch tatsächlich sein Werk zum Teil überschattet und auch beschädigt hat auf eine Art. Und deshalb habe ich gedacht, man kann sein Leben durchaus als Chronologie des Gelingens oder als Chronologie des Scheiterns aufschreiben. Und das hast du ja in Altern auch gemacht, auf den ersten Seiten. Es ist immer beides, denke ich. Genau. Also wir alle haben Niederlagen erlebt, klar. Krankheiten, Enttäuschungen, falsche Entschlüsse, falsche Entscheidungen in unserem Leben, die wir nicht rückgängig machen können. Aber wir haben auch Glück erlebt, Liebe, Freude, Erfolg. Also es verzahnt sich ja. Das ist eigentlich in jedem Leben so. Bei ihm ist es nur ziemlich extrem, weil er sehr erfolgreich war und trotzdem ein sehr schwieriger Mensch, sagen wir mal so. Genau, aber ich wehre mich ein bisschen gegen diese Legende von Aufstieg und tiefem Fall bei Capote, weil ich glaube eben, das war das, was ich, also das Bild ist irgendwie ambivalenter, weil zum Schluss auch, also in so die allgemeine Geschichtsschreibung im Hinblick auf Capote geht dahin, dass es heißt, er war zum Schluss ein armes Schwein im Grunde, also tablettenabhängig, alkoholabhängig und das allein und das macht ihn ja noch nicht zum armen Schwein, das waren ja viele, die Weltliteratur über der liegt ja in Alkohol nicht.
Nebel. 70% ja gut, aber bei ihm, ja gut, aber die Fallhöhe war natürlich bei ihm eine ganz andere. 70% aller Nobelpreisträger waren Alkoholiker. Ja gut, aber man wusste es, was war nicht so öffentlich, weil er hat es natürlich dieses... Es ist was anderes bei ihm. Es ist dieses Unangenehme, was er hatte. Dieses kleine, ist biestige. Es ist da bin nicht ich vielleicht zu viel Fan, das sehe ich nicht. Ich finde das ich immer Ich sehe so, das. Ja? Und, aber du denk dran, du hattest dich auch Schock verliebt ursprünglich. Ja, aber nur in ein Foto. Ich war 15, ich bitte dich. Ich habe mich auch in Marlon Brando verliebt. In das bewegte Bild dann nicht mehr. Nein, später nicht mehr. Und ich finde ihn als Schriftsteller schon sehr interessant und vor allem, darüber sollten wir nachher noch reden, immer noch aktuell. Also ich meine, wir hatten gerade im Literaturclub kaltblütig, in einer Zeit, wo die Messerstecher umgehen und wo man sich in keinen Zug mehr traut oder wie ich heute in den Nachrichten hörte, dass jemand im Krankenhaus randaliert hat und Ärzte und Krankenschwestern niedergestochen hat. Da ist ein Buch wie kaltblütig aktueller denn je. Zwei Idioten gehen in ein Haus und morden eine Familie wegen nichts, einfach so. Also das ist immer noch aktuell und immer noch sehr gut zu lesen. Aber du bist ja eben auf eine andere Weise in ihn verliebt. Meine Verliebtheit hat nachgelassen, aber ich schätze den Schriftsteller. Und wir müssen darüber reden, was er uns heute noch bedeutet. Aber du bist ja richtig auf seinen Spuren gereist. Das heißt... an dir prallt auch ab, was man ihm vorgeworfen hat. Denn man hat ihm vorgeworfen, alles, was Leute ihm anvertraut haben, auch auszuplaudern. Alles zu benutzen für seine Literatur. Das haben nun viele gemacht. Bis heute das, auch noch. Maxim also kommen Biller wir für, so. Komm, also ist ja, wollen wir noch einmal bei der Kindheit bleiben? Ja, bleiben wir bei der Kindheit. Bevor wir zu dem Skandal kommen? Nein, das sparen wir noch ein bisschen. Wir wollen ja ein bisschen Steigerung. Steigert sich. Wir wollen ja Dramatik. Also das Kindheit, das habe ich mir gewünscht, weil ich glaube, dass in der Kindheit alles anfängt. Dieses einsame Kind in einem Zimmer, da war schon der Grundstock gelegt dafür, Aufmerksamkeit erhalten zu wollen und zu müssen, um zu überleben. Mhm. Und damit hat das ja auch zu tun. Also jetzt diese so kleinen Episoden in dem Lebenslauf sind jetzt dieser Chronologie des Scheiterns entnommen. In seiner allerersten abgedruckten Kurzgeschichte Mrs. Busybody verbrät er den Kleinstadtklatsch, den er belauscht hat. Mrs. Busybody ist Nails, das ist Harper Lees, verrückter Mutter nachempfunden und wird von Monroeville, das ist wiederum die Kleinstadt in den Südstaaten, in der er aufgewachsen ist, wird von Monroevilles Bürgern sogleich enttarnt. Das erzeugt einen irren Wirbel im Ort. Die Fortsetzung wird nicht mehr von der Zeitung abgedruckt. Auch kriegt er nie das Pony, das als Prämie winkte. Er ist ein kränkliches Kind, liegt oft über Wochen im Bett, nicht nur nach seinem Schlangenbiss und muss häufiger operiert werden. Sein Blinddarm wird ihm von einem Tierarzt entfernt, wovon eine wulstige Narbe zurückbleibt. Das kann man auch auf Bildern sehen, auf Fotos tatsächlich. Also es ist nicht schön. Das ist kein Meisterstück einer Chirurgin gewesen oder eines Chirurgen. Tierarzt. Während seiner Kindheit in Monroeville rauscht seine Mutter gelegentlich in feinem Großstadtputz an, aber wann und wie viele Tage sie bei ihm bleibt, lässt sich für ihn nie einschätzen. Ihr Versprechen, ihn mit sich nach New York zu nehmen, ist kein Pfifferling wert. Jedes Mal bricht sie ihr Wort aufs Neue und der Verlust jedes Mal wieder sein Herz. Einmal braust sie in ihrem Wagen davon und hat ihr Parfum Evening in Paris vergessen. In seinem Unglück trinkt Truman die Flasche bis zum letzten Tropfen aus, als könne er sich seine Mutter auf diese Weise einverleiben. Seine kindliche Misere kondensiert er als erwachsener Dichter in folgender Szene. Zitat. Nach 3 oder 4 Tagen brach sie auf und ich stand auf der Straße und sah sie in einem schwarzen Buick wegfahren, der immer kleiner und kleiner wurde. Stell dir einen Hund vor, der zusieht und wartet und hofft, mitgenommen zu werden. Das ist das Bild von mir damals. Das Mädchengesicht und den weiblichen Habitus samt seines kindlich kleinen Wuchses, also er ist nie größer als 1,60 geworden, seine gesamte physische Grundausstattung wertet man als abscheuliche Laune der Natur. Und bis ans Ende seiner Tage wird er für die Leute stets der laufende Meter mit der kleinen Mädchenstimme bleiben, auf dem man mit Spott und immer wieder auch Ekel reagiert. Der quälende Wunsch, ein Mädchen zu sein, keimt auf. Alles wäre, wie von Zauberhand, leichter, sobald er seiner Umgebung statt als unechter Junge als echtes Mädchen erscheinen würde. Gleichzeitig fühlt er sich in seinem männlichen Körper durchaus zu Hause. Aber er wünscht sich von den Bewohnern Monrovilles eindeutig männlich gelesen zu werden. Auch wenn sich diese Formulierung noch nicht in die Köpfe gebahnt hatte. Oder als Mädchen wiedergeboren zu werden, damit er vielleicht endlich passend gemacht wäre für das Raster der Gesellschaft. Vor allem für seine Mutter, für die er dadurch womöglich eine Art Söhnlein brillant würde.
Während seiner Nachmittage an der Schreibmaschine und in den Nächten, in denen er seine ersten Kurzgeschichten schreibt, ergreift ihn eine nervöse Erregung, die er bereits mit Whisky niederkämpft. Anders als durch Trinken meint er, seine vibrierenden Nerven nicht auf einen entspannten Level herunterdimmen zu können. Seine Verwandten wundern sich über sein komisches Benehmen bei Tisch. Als sie irgendwann seine Flaschenbatterie entdecken, kapieren sie, er ist blitzblau. Mit 9 wird er von seiner Mutter für 3 lange Jahre an die Trinity School gezwungen, eine sehr strenge Bischofsschule an Manhattans Westside mit täglichen Gebeten. Denn Nina Capote, wie sie sich inzwischen nennt, glaubt zu wissen, welcher Makel sich in seiner kleinen Gestalt mehr schlecht als recht versteckt. Eine entsetzliche Anomalie, die aus der DIN-Normalität wie ein grässliches Stigma aufragt. Er erscheint ihr furchtbar effeminiert, ein affektiertes Jüngelchen, grundverschieden von den Rüpeln seines Alters. Damit kann und will sie sich nicht arrangieren. Sie schimpft ihn, a fairy, a pansy and a monster, sogar im Beisein anderer. Eine Tunte, ein Bubi und Monster. Schleppt ihn zu Psychiatern in der Absicht, ihn umpolen zu lassen. Die sollen ihn von seiner Homosexualität kurieren. Endlich einen richtigen Jungen aus ihm machen. A true boy. Ja. Schlägt sich dieses Elend, was er erlebt hat, in seinen Geschichten nieder oder hat er das für sich behalten? Also sein persönliches Elend nicht, also seine tatsächlich in seinen frühesten Kurzgeschichten, die er schon an der Highschool geschrieben hat, da wird zum Beispiel sein, also für mich jetzt als Deuterin zumindest, wird sein großer Wunsch, ein Mädchen zu sein, tatsächlich insofern offenkundig, weil das ausschließlich Mädchen sind, da die Heldin der Geschichten. Also die zentralen Protagonisten sind alles weibliche, also Mädchen im Teenageralter. Aber er macht ganz zum Schluss erst, und das finde ich auch bezeichnend, also in seinem letzten Buch, das zu Lebzeiten erschienen ist, Musik für Chamäleons heißt das, 1980, 4 Jahre vor seinem Tod erschienen, da sagt er das erste Mal, ich Truman Capote, und also sozusagen, es wird eindeutig autobiografisch deklariert, eine Kurzgeschichte, die heißt Dessel auf Englisch und auf Deutsch geblendet, und ist eine meiner Lieblingsgeschichten, und da beschreibt er, wie er eine Wahrsagerin in New Orleans aufsucht, in der Hoffnung, dass die ihn in ein Mädchen verwandeln könnte. Und da sagt er wirklich das erste Mal Truman Capote, also ich bin dieser kleine Junge, der da erzählt, und spannt aber selbst gegen Ende der Geschichte dann auch den Bogen zu seinem Leben als Schriftsteller schon in mittleren Jahren. Es gibt keinerlei sozusagen Elend, das anders als, dass sich das drückt sich immer in Außenseiterfiguren aus, also sein großes Anderssein, das er so empfunden hat und wo er oft versucht hat, aus der Not dann, und es ist ihm ja auch gelungen, eine Tugend zu machen, also aus diesem Anderssein, dieser Einzigartigkeit, aber er sagt nie, ich Truman bin es, also er hat es noch total verschleiert in Figuren und erst ganz zum Schluss sozusagen ist er aus der Deckung gekommen in der Hinsicht. Wie war sein Leben? Hatte er wechselnde Partner, wie das oft bei Homosexuellen der Fall ist, oder hatte er einen festen Lebenspartner oder wechselten die, oder wie sah das aus? Er hatte über fast 35 Jahre Jack Dunphy an seiner Seite, das war sein Lebensgefährte irgendwie so durch die schlechten und die guten Zeiten. Er hatte dann natürlich gegen Ende seines Lebens, auch das ist vielleicht jetzt nicht so ungewöhnlich, langjährigen homosexuellen Beziehungen hatte er dann immer irgendwelche Affären. Eine, da lese ich ja auch später noch, mit einem in den letzten Jahren, also es war so eine ganz echte On-Off-Beziehung mit Jack O'Shea, einem Familienvater, der auch da erst sozusagen dann für die Leute erkennbar als homosexuell wurde, sozusagen, also dann bis dahin irgendwie als braver Familienvater gelebt hat. Aber er war eben offenbar jetzt nicht nur ein treuer Lebensgefährte, also in der Hinsicht, sondern er hat eben auch all seine Freundschaften, auch mit diesen Schwänen, mit diesen eleganten Frauen seiner Zeit aus der High Society, die hat er alle über viele, viele Jahrzehnte gehabt als Freundin. Und dann hat er sich dann nachher mit dieser einen Vorabpublikation aus seinem nie mehr
vollendeten Roman Erhörte Gebete hat er sich dann eben mit dem Großteil seiner Freunde verscherzt. Aber es ist nicht so gewesen, dass er einsam gestorben ist. Also er hatte immer noch gute Freunde. Das sind ja die, die ich noch treffen konnte. Ich habe mal ein Buch geschrieben über Dylan Thomas, den walisischen Dichter, der auch mit 12 Jahren schon großer Alkoholiker war, Trinker, aus der Schule wegging und sagte, als der Lehrer fragte, wo gehst du hin, home to my poetry, der auch ganz früh schon wusste, das Schreiben rettet ihn. Und der auch in Under Milkwood, was du sicher kennst, unter dem Milchwald, belauscht, was die Leute reden, was sie sagen und so. Aber er macht es immer mit Liebe. Bei Truman Capote habe ich immer das Gefühl, es ist eine leichte Häme, eine leichte Bosheit dabei. Aber auch bei den frühen Werken, findest du das im Kurzbild? Nein, bei den frühen Werken nicht, aber ich traue ihm immer nicht so ganz. Wo kommt das her? Aber weil du es von hinten vielleicht. Vielleicht, weil ich es von hinten weiß. Ende seines Lebens. Erhörte Gebete ist, jetzt kommen wir schon ein bisschen auf den Skandal. Er hatte große Freundschaften zu den berühmten Menschen seiner Zeit, die gesellschaftlich in New York vor allem eine große Rolle spielten, die Kennedys, die Radziwills, viele andere noch. Und die haben ihm, weil er halt so ein kleines, nettes Bübchen war, von 1,60 Meter nur und so weich und so weiblich. Und weil er sehr unterhaltsam war. Sehr unterhaltsam, sehr witzig war, haben ihm ihre geheimsten Dinge anvertraut. Dass der Mann fremd ging oder dass sie selbst fremd gingen oder Eheprobleme, sexuelle Probleme. Und er hat das alles verbraten in einem Buch, was nie erschienen ist, nur ein Kapitel daraus. Und das hat schon gereicht. Im Esquire erschien ein Kapitel. Und dieses Buch, Erhörte Gebete, ist nie ganz aufgetaucht. Gibst du? Du hast danach auch gesucht, ne? Du wolltest also das war der Ausgangspunkt der Reise, war meine Hoffnung, dass ich tatsächlich dieses verschollene Manuskript, um die sich eben wieder eigene Legenden ranken, dass ich das vielleicht aufstöbern würde. Aber es ist jetzt, ich bin nicht total plemplem. Es gab natürlich auch ein bisschen Anlass zur Hoffnung. Weil es gab ja einen Schlüssel zu einem Schließfach, ne? Genau. Man weiß nicht, wo das Schließfach ist. Genau, das ist die große Frage. Schwierig. Da habe ich ja auch schon hier Bankenchefs so gelöchert, ob man das nicht rauskriegen kann mit irgendwelchen Social-Media-Recherchen und so weiter heute, mit den Möglichkeiten, ob man noch dieses Bankschließfach, in dem angeblich dieses Manuskript liegen würde, doch noch irgendwie rauszukriegen ist. Aber bisher wurde mir da irgendwie immer der Kopf geschüttelt. Nein, aber ich meine, insofern hatte ich aber ab und zu Anlass zur Hoffnung, weil ja tatsächlich immer wieder was von ihm aufgetaucht ist. Also auch Kurzgeschichten. Ich habe ja zusammen mit Peter die Jugendgeschichten gefunden, die man auch bis dahin nicht kannte. Und eben dieses Summer Crossing, was wir vorhin schon erwähnt haben, ist aufgetaucht, von dem man überhaupt nicht wusste, dass das existiert. Also so unwahrscheinlich ist es nicht. Und es sind eben nur diese in Erhörte Gebete, das ist posthum erschienen, 3 Jahre nach seinem Tod, eben als Romanfragment. Und das sind nur die 3 Kapitel, die 3 großen Kapitel, die im Esquire vorab publiziert worden sind. Und die ihn eben dann haben einsam werden lassen, weil alle seine Freunde fast sich von ihm abgewandt haben und gesagt haben, du hast uns so in die Pfanne gehauen, du hast unser Vertrauen missbraucht. Und das nehme ich ihm irgendwie auch übel, oder ist das alles nur Legende? Nein, aber man muss eins sagen. Du bist erstens einfach verliebt in ihn. Ja, ich bin verliebt in ihn, ja, aber als Schriftsteller, jetzt nicht als Mann. Ja. Keine Sorge. Also man muss ja dazu sagen, also einmal hat es eine, finde ich, ungerechte Gleichsetzung gegeben, nämlich zwischen diesem Charakter in P.B. Jones heißt er, in Erhörte Gebete. Also und das ist ja sozusagen sein böser Zwilling. Also das ist ein ganz, der sagt auch von Zeile 1 an, ich bin ein ganz abgefeimter, mieser Charakter und man kann mir nicht trauen und so. Also der legt sofort auf der ersten Seite schon die Karten auf den Tisch und sagt, was er für ein Halunke ist. Aber man hat immer, natürlich hat er diese Scharade auch genährt, also weil er, dieser P.B. Jones im Buch, schreibt an einem Buch namens Erhörte Gebete, ist aber ein ganz erfolgloser Schriftsteller, was Capote, als er das Buch schrieb, natürlich schon längst nicht mehr war, weil er mit Kaltblütig diesen Weltbestseller gelandet hatte. Jetzt lass mich mal zu Kaltblütig was sagen, da zeigt sich das aber auch. Er besucht über Jahre diese beiden Verbrecher, diese beiden Mörder im Gefängnis, er schleicht sich eigentlich auch in ihr Vertrauen, mit dem einen befreundet er sich geradezu, er schreibt alles auf, was sie ihm sagen und dann geben die natürlich, sie werden zum Tode verurteilt, die machen Eingaben und bitten das Todesurteil aufzuheben, immer wieder. Und er sagt, verdammt nochmal, wann werden die denn endlich gehängt, damit ich mein Buch rausbringen kann. Da sitzt du aber jetzt der Legendenbildung schon auf. Weil ich meine, sie haben so getan, als hätte er durch seine großen Kontakte zu Ronald Reagan und so, als hätte er dieses Urteil irgendwie aufschieben lassen. Ich meine, die saßen eben jahrelang im Todestrakt und er hat ja alles mit ihrem Einverständnis aufgeschrieben. Tatsächlich, also na, da gibt es angeblich, gibt es ja schriftliche, es gibt ja auch Briefe aber darüber. Aber wenn du im Todestrakt sitzt, hast du nicht viel mehr Möglichkeiten, Aufmerksamkeit zu erlangen,
Ja, gut, okay, gut, das mag ja sein und so, aber ich glaube tatsächlich, dass er mitgefühlt hat und er hat ja tatsächlich dieses True Crime Genre, was es heute jetzt auch davon gibt, hat das erfunden damit, aber er hat ja eigentlich, das Ungeheuerliche war ja, dass er Tätern das erste Mal sowas wie ein Seelenleben auch gegeben hat. Also er hat die Motive, ja, also eine sinnlosen Tat, hat er ihr Leben erzählt und er hat nicht irgendwie um Verständnis geheischt für diese beiden Mörder, aber er hat doch gesagt, wie sie wurden, was sie sind. Und da hat er natürlich sich immer in Verbindung gesetzt, weil er das Gefühl hat, und deshalb hat er sich ja offenbar mit diesem Perry Smith, diesem einen Mörder, besonders identifizieren können, weil er hatte ähnlich schlechte Voraussetzungen und er hatte das Gefühl, es war vielleicht auch Glück und was immer, dass er eben nicht die Abzweigung Richtung Unglück gegangen ist, so wie dieser Perry Smith, der sein Leben in Sand gesetzt hat, sondern dass er irgendwie... Er hatte das Ventil, Schriftsteller zu werden und ist auf die Weise Aber er hat schon gesehen, dass sie eigentlich vergleichbare, also es gab ja verschiedene Parallelen in beider Leben, die, die auch in andere, also sozusagen auch Capote auf einen anderen Weg hätten führen können. Ne? Aber man wirft ihm auch vor, bei Kaltblütig doch das ein bisschen ausgeschlachtet zu haben für seinen eigenen Ruhm. Und siehst du das nicht so? Ja, aber ich meine, klar, das war ein Weltbestseller und so weiter, ja, aber ich meine, aber ich habe nie irgendwas gefunden, sozusagen, was jetzt, dass er wirklich irgendwie sich sozusagen gegen zum Beispiel ein Gnadengesuch oder sowas gestellt hätte, damit er dieses Buch vollenden kann. Aber es gibt, ich finde keine Indizien, es wird immer behauptet. Es gab in eurem Verlag eine Biografie, wie heißt der Biograf nochmal? Gerald Clark. Ja, James Clark. Und da habe ich die Seiten gelesen, das sind ganz viele, die sich mit Kaltblütig beschäftigen. Leider ist die nicht mehr lieferbar. Will man die nicht nochmal auflegen? Ich fand die sehr gut. Ja, die ist auch großartig. Also Gerald Clark habe ich ja auch getroffen. Wenn das Ganze Capote-Werk jetzt da ist, würde das eigentlich fehlen, denn du hast in dem Sinne keine Biografie geschrieben. Nein, genau. Und da schreibt er auch, der Clark, dass er schon sehr unwillig wartet, wann die denn endlich jetzt mal gehängt werden, weil er hat jetzt sein Buch fertig, er will das jetzt auch mal rausbringen. Mhm. Und also, ich sehe es immer etwas... Gut, aber er hätte nicht, also sie wären ja nicht mehr rausgekommen. Nein, er hat nichts unternommen, natürlich nicht, aber... Also, und ich meine jetzt zumindest, also selbst Clark, den ich eben ja auch getroffen habe für das Buch, hat gesagt irgendwie, das hat ihm schon auch emotional das Genick gebrochen. Also auch dass er diese Exekution, als die gehängt worden sind, er war dabei. Ja. Und also das war jetzt nicht so, was er einfach weggesteckt hat. Der kleine, weichliche Junge war dabei, wie zwei Menschen hingerichtet wurden. Aber er war ja dann auch echt wieder hart. Also in jeder Hinsicht. Wen hast du alles besucht in Amerika, um auf seinen Spuren zu bleiben? Wer lebte noch? Wer hat dich am meisten interessiert? Also wer hat dich beeindruckt? Wie bist du vorgegangen? Erzähl mal. Am meisten überrascht hat mich tatsächlich eine, die ich tatsächlich irgendwie ausgebuddelt habe. Die kam nur, es gibt eine sehr schöne irgendwie Oral History von George Plimpton, dem Gründer der Paris Review. Das ist aber schon 1997 entstanden. Der hat verschiedene Leute, also eben 13 Jahre nach Capotes Tod, befragt und alles in wörtlicher Rede aufgeschrieben, verschiedene Stimmen sozusagen versammelt. Und da kommt ganz kurz Kate Harrington vor. Und Kate Harrington, das habe ich natürlich gelesen als Capote-Fan, dieses Buch von Plimpton. Und die ist aber total in der Versenkung verschwunden danach, nach diesem Plimpton-Buch. Und da hat sie nur ganz kurz geschildert. Also die war ganz ihr Verhältnis. Wichtig für ihn. Und für mich war die vor allen Dingen irre wichtig, weil als ich die dann endlich aufgestöbert hatte, fand ich eben so bemerkenswert, sie war die Tochter von dieser Wüsten-On-Off-Beziehung, die er dann in seinen letzten Lebensjahren von Jack O'Shea, diesem katholischen Familienvater, und hat aber trotzdem eben mir gesagt, dass Truman Capote ihr Retter gewesen sei. Und das fand ich sehr überraschend. Und sie ist sozusagen wie die Fast-Adoptivtochter von Capote geworden, weil sie dann tatsächlich mit 16 bei ihm in seinem Apartment in New York, in dem UN Plaza einzog und bei ihm mehrere Jahre gewohnt hat. Und er hat versucht, sie richtig zu gestalten, zu formen. Er hat ihr dann irgendwie Modeljobs versucht zu vermitteln und es ist auch gelungen. Und so. Und da würde ich noch mal was lesen. Seite 94. Ja, danke. Also das Kapitel heißt Verlorene Kinderseelen unter sich, Kate Harrington. Sheridan, Wyoming, eine Kleinstadt, über die das Internet nicht viel hergibt. Keine 20.000 Einwohner, am Fuße der Bighorn Mountains gelegen und daher beliebt bei Trackern. Ich warte vor Mill Inn auf Kate Harrington, hoffe, dass unser Treffen unter einem guten Stern steht.
Die in mir morgens hochkriechende Bange mag der Trostlosigkeit des Motelzimmers geschuldet sein. Oder es ist noch meine Enttäuschung nach ihrer schmallippigen Antwort auf meine E-Mail. Sie gehe davon aus, schrieb sie, dass ich ihr ein paar schriftliche Fragen zu Truman Capote stelle und würde diese zügig beantworten. Erst als ich ihr zurückmailte, ich nehme liebend gern mehr als 6 Flugstunden von New York City für ein persönliches Gespräch auf mich, schmolz das Eis. In wesentlich wärmeren Ton ließ sie mich wissen, dass sie alleinerziehende Mutter zweier Teenager sei und gestand mir ausreichend Zeit an diesem ersten Juniwochenende zu. Seitdem beschäftigt mich ihre beiläufige Vorabinformation, sie habe ihre 16-jährige Tochter auf den jungen Namen Truman getauft. In dankbarer Erinnerung, denn Truman habe sie, als sie selbst im Alter ihrer Tochter war, gerettet. Der doppelte Truman, wie das doppelte Lottchen? Wer sich hier für wen ausgibt oder wird das Original so oder so unverwechselbar durchgucken? Erst einmal muss sie auf der Bildfläche erscheinen. Es gab kein Foto von Kate Harrington, das es mir erlaubt hätte, sie heute mit 56 auf Anhieb zu erkennen. Nur eine Aufnahme aus ihrer Jugend, auf der ein Mädchen mit Puppengesicht im Blumenkleid zu sehen ist, das sich neben Capote auf einem metallisch schimmernden Sofa im Studio 54 flegelt. Sie unterhält sich über Capote hinweg mit Gloria Swanson. Der fleht derweil in entspannter Nachlässigkeit auf den Polstern, ein Drink in der linken, einen hellen Damenstrohhut mit pompöser Schleife, so einen, wie ihn die Zeichentrickpferde in Walt Disney-Filmen mitunter tragen, übers Gesicht gestülpt. Selbstverständlichkeit spricht aus beider Haltung und inmitten des wildwuchernden Clubtreibens mutet Kate wie ein liebliches Gänseblümchen an, just von einer Wiese gepflückt. Ein SUV fährt vor, die Scheibe wird runtergelassen. Mich begrüßt ein warmes Lächeln, das an eine Lieblingstante erinnert. Das runde, weiche an Kate Harrington, ihr kuscheliger Körper, das gemütliche Doppelkinn, ihr molliges Gesicht, aus dem wasserblaue Kulleraugen dreinstauen, ihre gesamte Erscheinung wirkt auf der Stelle vertraut. Und schon in diesen ersten Minuten dämmert mir, was der fast 4 Jahrzehnte ältere Truman an ihr als Halbwüchsige hatte. So eine wohltuend arglose Menschenfreundlichkeit sieht man selten, denke ich. Bestimmt war sie für ihn ein menschgewordener Seelenbalsam. Und noch ehe sie mir von sich berichtet, dass sie durch ihre Kindheit mit einem jähzornigen Alkoholikervater zur Caretakerin erzogen wurde, enthüllt sich mir ihr fürsorgliches Wesen. Kaum habe ich mich auf dem Beifahrersitz angeschnallt, drückt sie mir bereits einen Pappbecher in die Hand. Willkommen in Sheridan. Hier, ich dachte, Sie hatten heute vielleicht noch keinen Kaffee. Und dann fahren wir zu ihrem Haus, da sitzt auch ihre beste Freundin auf dem Sofa, weil die das alles so spannend fand, Besuch aus Europa extra, wegen Truman Capote. Und dann will ich natürlich von ihr als allererstes wissen, wie war ihre allererste Begegnung mit Capote? Ich war 12, als mein Vater mit Truman an einem Sonntag zu uns zum Mittagessen kam. Vorher hat er uns gesagt, Truman sei berühmt und er sei neuer Manager und wurde sauer, weil wir mit Trumans Namen nichts anfangen konnten. Meine Mutter hatte tagelang für den hohen Besuch Rezepte gewälzt. Wir waren eine irisch-katholische Mittelklassefamilie in einem adretten Städtchen auf Long Island, jenseits vom Großstadttrubel Manhattans. New York City, das war High Life, die totale Gegenwelt zu unserer. Wir hatten keine Vorstellung von einem wie Truman. Er war eine Kuriosität, seine extravagante, winzige Person sagte uns nichts. Bis dahin kannte ich niemanden, der gay war, wusste gar nicht, was das sein sollte. Allein seine hohe, sehr schwul klingende Stimme mit der Südstaatenfärbung brachte mich zum Lachen. Er stand noch in der Tür, da raste ich wie eine Verrückte in die Küche, schnappte mir ein Geschirrtuch und presste es mir auf den Mund, weil ich so laut lospusten musste. Meine Mutter kam herein und zischte mich an. Stop it! Am Ende dieses Tages aber hatte uns Truman alle bezirzt und besonders wir beide verspürten eine außergewöhnliche Bindung zueinander. Womit wickelte er sie alle derartig um den Finger? Er war der reizendste, lustigste Mann, den ich jemals getroffen habe. Wenn er seinen Charme anknipste, lagen ihm alle zwischen 88 Jahren zu Füßen. Er schenkte jedem von uns etwas. Meiner Mutter den Bildband Observations, mir einen Klotz von Amethyst, den kann ich Ihnen später zeigen. An diesem Nachmittag sah ich meinen Vater zum ersten Mal glücklich und in einem Winkel meines Bewusstseins ahnte ich bereits, dass er nicht in unser Ordinary Life zurückkehren würde. Ich kannte meinen Vater nur mieser Laune, betrunken, unberechenbar, oft gewalttätig. Mich als Nesthäkchen schlug er nicht.
Bei mir beließ er es bei fiesen Bemerkungen, von denen ich aber auch diverse Narben behalten habe. Meine drei Geschwister schon. So wie er selbst als Kind von seinem Vater verprügelt worden war. Mit Truman veränderte sich die Atmosphäre zu Hause von einem Moment zum anderen. Plötzlich wurde unser Familienalltag heiter. Für uns begann in diesem Jahr 1973 Happy Times. Und der Satz, den mir Truman abends zum Abschied sagte, der hat mich für immer verändert. Goodbye, my beauty, sagte er. Dass ich schön sei, das hatte mir vorher noch niemand gesagt. Und dann? Danach telefonierte er häufig mit meiner Mutter. Er mochte sie, weil sie ein großes Herz hatte. Und egal, wie katholisch ihre Gefühlswelt war, sie blieb bei Truman cool. Tadelte uns sogar. Urteilt nicht über Truman. Außerdem war sie heilfroh, dass sie ihren Mann los war. Truman und sie wurden gute Freunde. Sie lachten viel miteinander. Anfang der 70er Jahre wäre man in unserem Provinznest nicht im Traum drauf gekommen, dass mein Vater Trumans Liebhaber war. So wie ich auch erst mit Verzögerung mitkriegte, welch Big Personality Truman für das Mainstream-Amerika darstellte, so absonderlich er den Leuten gleichzeitig erschien. Jeder kannte ihn damals, dabei hatten die wenigsten wohl seine Bücher gelesen. Erst nachdem mir meine Mutter erlaubt hatte, mir Truman in der Johnny Carson Show anzugucken, verstand ich, wie berühmt er war. Später zogen sie bei ihm ein. Wie kam es dazu? Mein Vater schickte uns Postkarten von den exotischsten Orten. Er verdiente viel und wir freuten uns für ihn. Auch für uns, weil mit ihm diese ständige Anspannung daheim verschwunden war. Ich war glücklich, ihm dank Trumans Auftritt in unserer Familie entkommen zu sein. Irgendwann muss Truman meiner Mutter gesteckt haben, dass mein Vater ihn in Key West im Kokainrausch krankenhausreif geschlagen hatte. Das war ein ungeheurer Schock für sie. Sie malte sich wohl aus, was eine solche Droge für einen Charakter wie ihren Ehemann bedeutete. Sie kannte den Einfluss von Alkohol auf ihn ja zur Genüge. Unmittelbar danach reichte sie die Scheidung ein. Ich weiß nicht, was Truman im Schilde führte, als er sie über ihr sexuelles Verhältnis aufklärte. Und sicherlich war sie deswegen fassungslos. Mein Vater war der erste und einzige Mann im Leben meiner Mutter und sie vertraute es entgeistert ihrer besten Freundin an, sonst niemandem. Ich glaube aber, weil Drogen für sie so sehr des Teufels waren, machte ihr sein Kokainschnupfen am meisten Angst. Das entsetzte sie noch mehr als die Homosexualität meines Vaters. Dauerte die Freundschaft zwischen Truman und ihrer Mutter trotzdem an? Ja, sie waren weiterhin eng. Übrigens sah ich meinen Vater von da an für eine Ewigkeit nicht mehr. Wieder sah ich ihn erst nach Trumans Tod bei seiner Gedenkveranstaltung und auch da redete ich nicht mit meinem Vater, schon aus Loyalität zu meiner Mutter nicht. Das tat ich erst bei meiner Hochzeit 2 Jahrzehnte später. Ohne Zweifel bin ich im Laufe der Zeit mehr Trumans Tochter geworden als die meines Vaters. Anfangs, ich kann mich täuschen, wollte er meinen Vater vielleicht eifersüchtig machen, indem er gerade mich, Daddy's Darling, aussuchte. Sie hatten über Jahre eine üble On-Off-Beziehung und als sie mal wieder getrennt waren, schickte Truman meinem Vater ein Foto von sich und mir. Vielleicht mochte mich Truman zu Beginn auch einfach, weil ich meinem Vater sehr ähnle. Truman kam auf alle Fälle schwer von ihm los, so schlecht es ihm mit meinem Vater auch erging. Mir gegenüber erwähnte Truman meinen Vater während unseres Zusammenlebens nie, aber ich hatte dessen Brutalität und verbale Bösartigkeiten lange genug am eigenen Leib erfahren. Wenn ich daran denke, schäme ich mich regelrecht für das niederträchtige Verhalten meines Vaters. Was nicht heißt, dass ich meinen Vater nicht geliebt habe. Und dann springe ich noch einmal, aber bleib noch in dem Gespräch mit Kate Harrington. Weil also dann fängt er eben an, sozusagen sie wirklich so zu gestalten wie eigentlich eine Romanfigur oder eine Figur seiner Erzählung. Und sie sagt jetzt: Es ist die Wahrheit. Truman ist mein Held, der mein Schicksal wirklich gewendet hat. So komisch das für sie klingen mag, weil er die Ehe meiner Eltern zerstört hat. Er rettete mich. Im Rückspiegel betrachtet, sagt sie, war die Hauptlektion, die ihr Truman fürs Leben mitgab, seine Einweisung in die Schule des Sehens. Er hat mir mal geraten, spähe in die Welt wie in ein Schaufenster. Ich war durch die ewigen Spannungen in unserer Familie ohnehin schon ein sehr beobachtendes Kind. Aber Truman wurde mein Blicköffner in jeder Hinsicht. Für Kunst, Literatur, Musik, Essen, Kleider, für alles Ästhetische. So brachte er mir etwa bei, Perlenkette zum T-Shirt zu tragen. Das fand man damals noch nicht selbstverständlich, im Gegenteil, weird. Andererseits bin ich überzeugt, dass Truman nie mein Freund hätte werden können, wenn er nicht wie ich diesen ländlichen Background gehabt hätte. Er interessierte sich sehr für andere Menschen, besonders für die sogenannten kleinen Leute. Und diese Bodenständigkeit liebte ich an ihm.
Übrigens stellte mich Truman seinen Freunden als sein Protégé vor, aber den Ausdruck verstand ich damals noch nicht. Hier, diese Perlenkette, schenkte mir Truman zu meinem 14. Geburtstag. Seitdem habe ich sie niemals abgenommen. Sie lag in einer samtenen Tiffany-Schatulle mit einem Kärtchen, auf das er geschrieben hatte, The real thing for the real thing. Ja, das ist ganz interessant. Niemand schreibt so oder erzählt so positiv und liebevoll über Truman Capote wie ausgerechnet dieses Mädchen, mit dessen Vater er lange Jahre das Verhältnis hatte, die eigentlich dadurch hätte gestört oder verstört sein müssen. Und das Gegenteil ist der Fall. Weil die Familie ist auseinandergebrochen. Ja, die Familie ist auseinandergebrochen. Aber zu ihr war er wohl wirklich gut. Und es war aber nicht mit allen Leuten so, die du getroffen hast, dass sie diese so positiven Erinnerungen an ihn hatten, oder doch? Aber ja, die meisten hatten ein nüchterneres Verhältnis. Nüchtern, also ich habe ja nüchterner. Gordon Lisch zum Beispiel getroffen. Das ist so was ist der? Das ist dieser sehr berühmte Lektor, den man kennt, weil er Raymond Carver sehr stark lektoriert hat, wie es dann heißt. Eigene Skandale, genau, um Gordon Lisch, die sich um Gordon Lisch drehen. Aber der hat auch mit großer Wärme von ihm gesprochen, obwohl der sein Werk gar nicht besonders als Literaturkritiker gar nicht besonders schätzt, hat er mir ganz ehrlich gesagt. Aber als Mensch, und er hat ihn auch erst in den letzten Jahren erlebt, hat er ihn auch sehr gemocht tatsächlich. Also, aber der war natürlich kein enger Freund. Der hat ihm dieses Kapitel, dieses berühmte Esquire-Kapitel aus den Rippen geschnitten. Und, nicht ganz zu seinem Vorteil. Nein, nicht ganz zu seinem Vorteil, richtig. Aber, und hat natürlich auch gesehen, irgendwie, dass er verfiel durch Alkohol. Aber hat mir zum Beispiel gesagt, gesoffen wurde natürlich ohne Ende alle. Also er war selbst auch Alkoholiker. Also es war natürlich auch tatsächlich nochmal andere Zeiten auch in der Hinsicht. Das kennt man ja aus den ganzen Serien, wo sie gesoffen alle schon um 17 wird immer Uhr. Noch, weil, ja, glaube ich, okay. Die Angst, du hast ja auch von der Angst am Anfang gesprochen, die Angst zu schreiben, diese Türen zu öffnen, diesen Blick in sich selbst aufzumachen, die braucht manchmal starke Mittel. Viele Schriftsteller haben ja getrunken, um überhaupt sich zu trauen, zu schreiben. Carson McCullers, Tennessee Williams, Hemingway, alle eigentlich. Und so auch er. An was ist er eigentlich dann? Er ist eigentlich relativ elend gestorben, glaube ich, oder? Ja, also die Tablettenabhängigkeit war wahrscheinlich für den Körper das Schlimmste. Und für die Seele dieses Esquire-Ding mit seiner Wucht, wie es auf ihn zurückgeschlagen hat. Also du meinst jetzt auch so die seelischen Ursachen? Beides meine ich. Also eben, ich habe ja den Totenschein tatsächlich in der New York Public Library auch gesehen und so. Da steht irgendwas drauf, irgendwie Leberentzündung, also infolge von Leberentzündung. Alkohol, er war eben auch in den letzten Jahren sehr krank, hatte auch Krebs, hatte diverse Lungenentzündung und. Erzähl mal mit der Library, was hast du da gemacht? Du wusstest, da liegt sein Nachlass. Ich wusste da 49 Kisten, wenn ich mich richtig erinnere. 39 Pappkartons, in denen das alles lose geordnet nur liegt. Und man muss auch sagen, so wunderschön die New York Library ist, und das kennt man ja auch aus dem Film Fish by Tiffany, wie hochherrschaftlich das alles aussieht, dieser Lesesaal und so. Grüne Lämpchen die Mittel auf sind, jedem Tisch. Genau, also alles wunderschön und so, aber natürlich die Mittel sind nicht besonders doll. Die haben auch, also das fängt schon an bei Kopierern, die nicht mehr funktionieren und so. Und deshalb damals haben die tatsächlich, also mein Eindruck ist, diese 39 Kisten wurden 1984, als Capote starb, von seinem Nachlassverwalter Alan Schwartz, von seinem damaligen Lektor von Random House, Joseph Fox, und von seinem Biograf, da diesen Gerald Clark, den du schon erwähnt hast, die haben sein Apartment im UN Plaza durchgeforstet, weil sie immer gehofft haben oder eigentlich gedacht haben, diese sie würden Kapitel jetzt aus einer Schublade jetzt das vollständige Manuskript von Erhörte Gebete rausziehen. Und das ist aber leider fehlgeschlagen. Sie haben ihn gehasst für den Klatsch und Tratsch, aber sie wollten ihn doch auch haben, ne? Ja, genau. Na gut, das waren ja die ihm wohlgesinnt waren. Ne? Also sein Anwalt. Ja, so. Aber klar. Ja. Und er hatte aber schon zu Lebzeiten verfügt, dass sein gesamter Nachlass an die New York Public Library gehen soll. Und die haben eben damals das alles so lose sortiert, irgendwie in diese Boxen gepackt. Und mein Verdacht ist, dass das nie mehr groß angeguckt wurde. Und ich hatte eben das Glück, dass ich jetzt als Herausgeberin der deutschen Werkausgabe Zugang hatte zu diesem Rare Book Department. Also, und das ist alles wirklich, also das sind seine handschriftlichen Notizen, das sind seine Klatten, da sind auch irgendwie Wasserflecken drauf oder auch vielleicht Flecken von Alkohol, von irgendwelchen Spirituosen zum Schluss. Aber das ist alles irgendwie sehr
unangeguckt. War sozusagen. Das spannend oder mühsam für dich? Nein, ich hätte noch, also ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen nochmal, obwohl das Buch ja längst abgeschlossen war, also oder schon draußen war, war ich nochmal da und ich hätte am liebsten wieder Wochen da verbracht, aber funktionierte. Nee, ich finde das irre spannend. Also der hat alles aufgehoben. Also da sind Fotos, da sind irgendwelche Visitenkärtchen, die er mal gekriegt hat, Postkarten, es ist irre. Ich bin nicht so berühmt und auch nicht annähernd so gut wie Truman Capote, aber du solltest mal meinen Speicher sehen und ich bin jetzt 81. Ja, ich komme gerade dabei, kistenweise wegzuschmeißen. Das tut man, wenn man schreibt, weil man immer über das schreibt, was man erinnert, weil man nachguckt in alten Tagebüchern, weil alle Schriftsteller, alle Schreibenden, du auch, immer ein Buch dabei haben, in das sie reinschreiben und kritzeln, was sie sich merken wollen und irgendwann ist das dann alles da und ob das wichtig ist, kann man selber manchmal gar nicht beurteilen. Das können nur Außenstehende beurteilen. Der Library war es anscheinend nicht wichtig. Die haben es einfach irgendwo gelagert. Ja, also eben, vielleicht fehlen denen einfach die Mittel. Ne? Die haben natürlich so viele Nachlässe da liegen und so weiter. Das ist ja ein Riesending. Hast du also vorher gewusst, wen du alles treffen willst? Oder bist du durch dieses Sichten dieser Kisten draufgekommen, wer noch sowohl da sein könnte? Sowohl als auch. Also ich habe natürlich eben viel über ihn gelesen. Den Schwarz hast du auch getroffen? Genau, den Schwarz habe ich auch getroffen. Der war und Anwalt, glaube ich, und der musste ihn öfter aus Schwierigkeiten rauspacken. Genau, das würde ich noch mal lesen. Ja, aber nur, ja? Jetzt. Okay. Ja, erzähl doch noch mal, wen du noch getroffen hast. Also diesen Gordon Lish, diesen berühmten Lektor, habe ich, also der eben dieses Esquire-Kapitel aus den Rippen geleiert hat. Kate Harrington hatten wir schon. Dann habe ich Bob Colacello getroffen. Das ist vor allen Dingen der große Andy Warhol-Intimus gewesen, der damals, als dann sich die High Society von Capote abgewendet hat, ist er ja in diese Entourage von Andy Warhol reingeraten und er hat dann auch das Studio 54 zu seinem Wohnzimmer eigentlich gemacht. Wie waren Warhol und Capote miteinander? Ja, also Warhol, muss man sagen, war also der allergrößte Fan. Der hat auch wahrscheinlich mich geschlagen, denn der hat schon zu Teenager-Zeiten hat Warhol jeden Tag Truman Capote geschrieben und zwar noch an die Adresse seiner Mutter. Also da war Warhol wäre jetzt auch, ne? Wie alt wäre der geworden? Der hat auch gerade 100. Geburtstag, glaube ich, ne? Ja. Also Capote hat jetzt 100. gerade? Ja, genau, der hat jetzt in einer Woche 100. Geburtstag hat ihn richtig gestalkt. Und Capote hat, also zumindest hat mir Kate Harrington das so erzählt, die später auch fürs Interview Magazine, also dieses Magazin, das Warhol gegründet hat, dafür hat sie gearbeitet als Stylistin dann. Und die hat natürlich viel über dieses Verhältnis zwischen Warhol und Capote erfahren. Und die hat mir zum Beispiel gesagt, Capote hätte ihr gegenüber Warhol als Sphinx ohne Geheimnis bezeichnet. Also er hat immer von Warhol offenbar so als Stalker gedacht. Also er hat ihn nicht richtig ernst genommen. Und dieser Bob Colacello, der eben Chefredakteur vom Interview Magazine bei Warhol war, der hat zum Beispiel dann auch in einem Gespräch sagt er dann, Warhol war offenbar, ich kenne mich viel zu wenig aus, aber offenbar hatte der stark autistische Züge. Ja, oder man vermutet, dass er Asperger hatte, glaube ich, oder so. Hat er, ja. Sieht man. Und, ja, aber er wusste nichts über Liebe. Und er hat zum Beispiel, und er hat wohl eifersüchtig über seine ganze Entourage, auch seine berufliche Entourage, gewacht. Und er wollte nicht, dass dieser Bob Colacello zum Beispiel einen Freund hatte. Und Capote hat immer gesagt, ja, bring den mit, deinen Freund und so weiter. Also die wären so vom Wesen so fundamental verschieden zu gewesen. Aber es war interessant, weil diese Kate Harrington und eben Bob Colacello auch mindestens so gut Andy Warhol kennen wie Truman Capote. Und der Alan Schwarz, von dem du uns jetzt liest, der war Anwalt. Was musste der für ihn tun? Ist Capote öfter in Schwierigkeiten geraten? Ja, hatte Prozesse? Ja, also er hatte einen ganz großen Prozess in seiner letzten Lebensdekade laufen mit Gore Vidal, den man heute, glaube ich, nicht mehr so richtig viel kennt. Doch, Gore Vidal ist schon noch ein Begriff, oder? Der war... Okay. Ja. Und da ging es um eine Geschichte, die ihm auch wiederum, also Jackie Kennedys Schwester, Lee Radziwill, Capote ihm erzählt hat. Und die hat er dann tatsächlich, hat Capote einem Schwulenmagazin tatsächlich ausgeplaudert. Und zwar ging die so in etwa, dass JFK tatsächlich mal Gore Vidal herauskomplimentiert hätte aus dem Weißen Haus, weil der sich so unmöglich aufgeführt habe. Und das stimmte auch alles. Aber als Gore Vidal daraufhin geklagt hat gegen Capote und ihn auf $1 Million Schadensersatz wegen Rufmord oder so, weiß nicht, wie der Tatbestand da hieß, verklagt hat, hat sie also eben nicht
das bezeugt, sondern hat dann gegenüber einer gemeinsamen Freundin gesagt, ach, das sind doch nur zwei alte Tunden, die sich da bekriegen. Und das hat wiederum Capote, dieser Lee Radziwill, derart übel genommen, dass er tatsächlich dann auch in einem, und das, man muss überlegen, das Fernsehen ist damals aufgekommen, das war das Massenmedium, das damals erst aufkam, und Capote saß wirklich in jeder Talkshow, weil er einfach so einen Ruhm damit kaltblütig erreicht hat, und da hat er tatsächlich seine, wie er es nannte, verrückte Tuntennummer einstudiert, weil er gesagt hat, irgendwie, wenn das Bild ist von mir, dann gebe ich euch, dann spiele ich euch die Tunte, und hat diese ganz biestige, schnatternhafte Tunte gegeben in dieser Talkshow. Und von wo kamen wir? Von, wenn du noch alles getroffen hast, und jetzt genau. Kommen wir zu Alan Schwarz. Jetzt kommen wir zu Alan Schwarz, genau. Und der hat ihn natürlich das alles, genau. Und man muss sagen, also eben, er ist hat als Anwalt angefangen, und er ist aber auch schon zu Lebzeiten von Capote zu seinem Nachlassverwalter. Ja, aber dann hätte er doch mal diese Kisten durchgucken müssen, oder? Da hat er doch keine Sorgfalt. Hat er eben, als sie das Apartment geräumt haben. Naja, aber länger dann stand es rum. Der Nachlassverwalter muss ein bisschen gründlicher sein. Ja, aber der hat irgendwie so ein, also der ist inzwischen jetzt auch 91, muss man sagen, aber immer noch offenbar sehr wach im Kopf, Gott sei Dank. Hat es aber jetzt weitestgehend seiner Frau abgegeben, die ich auch mit ihm zusammen getroffen habe, und die weitaus jünger ist. Und ja, also ich glaube, also der war so ein total großes, also wirklich Anwalt von ganz Hollywood. Der sitzt auch in Los Angeles. Und ja, ich glaube, der hatte nicht so viel Zeit während seines aktiven Berufslebens noch. Gut, dann alles durchzukommen. Jetzt muss ich gucken, wo ich... Genau. Also das Kapitel heißt Trust the Trust, Louis and Alan Hugh Schwartz. Schwartz lernte Capote am Kipppunkt kennen, obwohl er das noch nicht wissen konnte, als er ihm begegnete. Kaltblütig war 4 Jahre zuvor erschienen, also 1966 war das, und die Strahlkraft seines Giganten wärmte Capote noch. Dann der Temperatursturz. In den darauffolgenden 1,5 Dekaden verschwanden die Hochs hinter etlichen Tiefausläufern, und Schwartz wurde mehr und mehr vom Anwalt zu Capotes privater Schlichtungsstelle. In diesem Zeitraum bügelte er alles Mögliche für Truman aus. Ob er John O'Shea, Kates Vater, pro forma in einer eigens gegründeten Scheinfirma anstellte, oder ihn als Trumans Furor der Leidenschaft von einem, der Wut verdrängt wurde, wieder rechtlich sauber verklappte. Stets versuchte er, die Wogen in Trumans Sinne zu glätten, auch wenn der das zuweilen erst im Nachhinein einsah. Wahrscheinlich ist es keine Seltenheit, dass Anwälte abseits der Paragraphen in die emotionalen Belange ihrer Mandanten involviert werden. Aber der späte Capote, mit dem Schwartz zu tun hatte, war von Malessen und Widrigkeiten derart zerknautscht, dass er ernsthaft in Schlingern geriet. Zumal seine Gefühlsverstärker, Wodka, Pillen, Koks, ihr Übriges dazu taten, Situationen eskalieren zu lassen. So musste Schwartz in die gewalttätige Beziehung mit John O'Shea wiederholt mäßigend eingreifen, und sei es, indem er die eine Hälfte des 38-Kaliber-Revolvers, den Truman von Dewey, dem Ermittler im Klattermordfall, das ist dieser Mordfall, den er in Kaltblütig beschreibt, geschenkt bekommen hatte. Er entsorgte die eine Hälfte im Hudson River, die andere Hälfte im East River, um das Schlimmste zu verhüten. Vielleicht wurde Truman von Alan Schwartz, seiner Vernunftinstanz, ab und an beinahe zu seinem Glück gezwungen, auf alle Fälle vom Unglück abgelenkt. Ausschlaggebend ist, er blieb durchweg Trumans Beistand. Verurteilte ihn menschlich nie, egal wie weggetreten Truman mitunter schien, sondern bemühte sich immer wieder, frei von falscher Moral, um Schadensbegrenzung. Im monetären Sinne wie im emotionalen. Und doch konnte auch Alan Schwartz nicht verhindern, dass das Kind zuletzt in den Brunnen fiel. Als er Anfang der 80er Jahre begriff, dass es ein böses Ende nehmen würde, weil Truman seinen klaren Verstand zu verlieren drohte, nötigte er ihn nahezu, ein Testament aufzusetzen. Im Vorwege hatte Schwartz Random House dazu gedrängt, noch nicht fällige Vorschüsse früher auszuzahlen, damit Truman überhaupt noch etwas von seinem Geld haben würde. Mit dem Formulieren seines letzten Willens wollte er Trumans Erbmasse unter Dach und Fach bringen. Wie schlecht es um dessen Gesundheit stand, ließ sich für einen rationalen Beobachter wie Schwartz nicht leugnen. Er hatte selbst schon Trumans Aufenthalt in Silver Hill, einer Suchtklinik, arrangiert, aber die gesundheitlichen Einschläge mehrten sich. Phlebitis, Epilepsie, Krebs, Lungenentzündung, Sturzverletzung, und Capote musste dutzendfach ins Spital eingeliefert werden.
Spätestens als Schwartz von Trumans Arzt 1983 angerufen wurde, weil Truman Ellen als Kontaktperson im Notfall angegeben hatte, gestand sich Schwartz ein, das ist jetzt Zitat, dass sich Truman tatsächlich umbrachte. Der Arzt hatte Schwartz von den Ergebnissen seiner Computertomographie berichtet. Trumans Gehirn sei geschrumpft, eine Begleiterscheinung seiner Suchterkrankung, und würde er nicht auf der Stelle mit allen Drogen aufhören, werde er in 6 Monaten tot sein. Erschrocken griff Schwartz darauf zum Telefon und verabredete sich mit Truman zu einer ernsten Unterredung im La Petite Marmite. Als er im Restaurant ankam, saß Capote wie gewohnt vor einem großen Glas seines Spezialorangensafts. Ausgepresste Orange mit einem gehörigen Schuss Stalitschnaja-Wodka. Bei den ersten Worten kamen Schwartz die Tränen. Er sagte zu ihm: Truman, du musst damit aufhören, und zwar jetzt gleich. Überbrachte ihm die finstere Prognose des Arztes. Und zum ersten Mal seit langem, nach all seinen Ausflüchten und Schwindeleien und der schönen Rederei über erhörte Gebete, sah ihn Truman unverwandt an und erwiderte: Ellen, lass mich gehen. Du musst mich gehen lassen. Ich will es so. Danach schwiegen sie. Alle Wörter schienen aufgebraucht. Wie hat sich dein Bild von Truman Capote jetzt gewandelt, nachdem du das alles gehört und gelesen und gesehen hast? Ich glaube, es ist ein bisschen ambivalenter geworden. Also er hatte offenbar entgegen aller anderen Behauptungen, hatte er doch ein großes Talent zur Freundschaft. Also das haben mir alle bestätigt. Ich habe nämlich auch, weil du fragtest, das habe ich vorhin vergessen, ich habe auch einen langjährigen Freund von ihm, der wirklich irgendwie auch 40, 50 Jahre mit ihm befreundet war, Don Bacardi, getroffen. Das ist der Lebensgefährte von Christopher Isherwood, dem Schriftsteller gewesen. Und der hat ihn als ganz junger Mann auch kennengelernt. Und der hat auch gesagt, also der hat ihn noch am Tag vor seinem Tod, am 25. August 1984, also er wäre ja einen Monat später 60 geworden, ist einen Monat vor seinem 60. Geburtstag, für den er schon die Gästeliste geschrieben hatte, gestorben, Capote. Und der hat ihn noch am Tag vorher mit Isherwood zusammengetroffen. Und in seinen Büchern, die Qualität ist verschieden. Also es ist immer mal wieder, merkt man die Bosheit, die Schwatzhaftigkeit. Aber man merkt, ich glaube, wir kommen heute Abend da nicht mehr zusammen, Elke. Ja, da kommen wir nicht zusammen. Aber offensichtlich sind die Menschen, die ihn persönlich gekannt haben, haben auch eine weiche und eine liebevolle Seite an ihm erlebt. Und das beschreibst du ja auch sehr schön in dem Buch. Wie geht es jetzt weiter? Erhörte Gebete. Bleibst du dran zu suchen? Glaubst du, dass es da ist? Oder glaubst du, es ist weg? Ich glaube tatsächlich irgendwie, aber ich bin wahrscheinlich eine von 3, 4 überhaupt noch, die auf der Welt sind, die glauben, dass er tatsächlich das zu Ende geschrieben hat, erhörte Gebete. Und ich glaube auch, das wird irgendwann auftauchen. Ob ich nun diejenige bin, die den Schatz hebt, weiß ich nicht. Aber ich habe ja irgendwie jetzt nach zum Schluss was gefunden. Nach all deiner Mühe, die du dir jetzt gegeben hast und nach dem schönen Buch, wollen wir das doch hoffen. Ich habe mit dem Buch eine Schwierigkeit, die habe ich dir auch vorher gesagt. Alles, was wir jetzt gehört haben, war sehr schön und du hast es wunderbar gelesen, aber du hast manchmal in dem Buch eine unglaublich saloppe Sprache. Du sagst Mann, oh Mann und au Backe oder Potzblitz oder Juhu oder Yippie. Warum machst du das? Das hat mich wahnsinnig gestört. Ja. Denn das andere, du erzählst sehr literarisch und sehr schön und sehr liebevoll über ihn und plötzlich, du schreibst immer statt nichts, nix oder sehr oft. Warum hast du das gemacht? Ja, ich glaube, ich wollte mich auf keinen Fall aufplustern, so als große Capote-Innenbeleuchterin seines Seelenlebens. Capote-Expertin. Nicht Unaufplusterung. Ja, aber ich wollte nicht irgendwie so Bildungshubern und so, also dem wollte ich einmal entgegenkommen. Dann wollte ich tatsächlich irgendwie auch mich ab und zu mal ein bisschen über mich als großen Capote-Fan lustig machen, aber offenbar ist der Versuch der Selbstironie gescheitert. Ist dir nicht gelungen, glaube ich. Dir ist sehr gelungen, ihn uns nahe zu bringen. Und die vielen Gespräche, die du geführt hast, die werfen auch ein anderes Licht auf ihn. Also da kommen wir uns schon etwas näher. Aber dass du das so salopp und so als säßest du neben ihm und würdest sagen, mit was für einer Klaue hast du das denn gekriegt? Das Wort geklärt kannte ich gar nicht. Ja. Das fand ich irgendwie nicht angemessen. Das ist eher Norddeutsch wahrscheinlich. Sachen wie Holy Moly habe ich versucht, auch mich ein bisschen lustig zu machen. Aber ich weiß, dass ich irgendwie, als ich das erste Mal, Walter Matthau hat das gesagt, in Ein verrücktes Paar, glaube ich, Holy Moly. Und ich da passt es auch hin, aber, ja, hier aber in einer ernsten Beschäftigung mit einem ja, so aber ich wollte es ja nicht so. Ich wollte ein bisschen unernst. Ich wollte so ein paar Brüche und ich dachte irgendwie, ist es auch ganz gut, weil man zum Abendkleid auch mal ein paar Turnschuhe kurz überstreift.
Mich hat es gestört, ja. Aber alles in allem hast du ihn mir auf eine Weise näher gebracht, die ich so nah nicht dran war an ihm. Und ich möchte, das letzte Zitat lese ich jetzt mal. Das ist aus Auserhörte Gebete, aus dem bisschen, was man von ihm gefunden hat. Und ich finde, da beschreibt er fast sein eigenes Leben, dass er sich selber auch ruiniert hat mit seiner Art, oft mit Menschen oder mit Alkohol natürlich auch, mit seinen Drogen. Und er schreibt, er lässt jemanden sagen in erhörte Gebete, das ist der Grund für die meisten Selbstmorde. Jemand tut dir unheimlich weh. Du möchtest ihn umbringen, aber du kannst es nicht. Das ganze Elend nur, weil man ihn liebt. Und man kann ihn nicht umbringen, weil man ihn liebt. Also bringt man stattdessen sich selber um. War sein ganzes Leben und sein Tod so eine Art Selbstmord auf Raten? Ja, also kann man wahrscheinlich auch viele Suchterkrankungen so deuten. Ne? Also er wusste ja, dass er sich zugrunde richtete. Also das glaube ich schon, dass er war auch zum Beispiel extrem, finde ich, reflektiert im Hinblick auf seine Tablettenabhängigkeit. Er hat immer gesagt, der Alkohol ist nicht das, was mich zerstört eben, das sind die Tabletten. Und ich glaube, damals hatte man noch ein anderes Verhältnis zu diesem Sekundal und so. Damit hat sich ja übrigens seine Mutter auch das Leben genommen, Marilyn Monroe und so. Also ich glaube, er hat schon gesehen, dass er damit sich zugrunde richtet. Und das hast du, glaube ich, schön erzählt, dass das anfing in dieser Kindheit, in dieser einsamen, vernachlässigten Kindheit, dass er nie die Kraft hatte, diesen Versuchungen zu widerstehen, sondern das Leben nur ertragen konnte in einer leichten Bedröhnung. Aber noch einmal, weil du vorhin gesagt hast, das wäre das Romanhafte jetzt an meinem Buch oder dass ich das sozusagen ausgedeutet habe. Die Anfangsszene mit dem Kind, das verlassen vor sich hin weint in dem Hotelzimmer, das abgeschlossen ist oder in dem Zimmer. Hat er immer wieder sozusagen als sein kindliches Urtrauma in späten Interviews bezeichnet. Also dass seine Mutter irgendwie eben sich vergnügen ging und er hat behauptet zumindest, also dass er sich daran erinnern kann und er war unter 2 Jahren alt, also weiß ich nicht. Aber eigentlich kann ab 3 erinnert man sich erst. Ja, sagt man immer so, keine Ahnung. Also er hat natürlich eben auch immer, was du vorhin gesagt hast, behauptet, er hätte ein fotografisches Gedächtnis, er könnte sich an alles sozusagen eben aber an alle er hat sich auch so zurechtgelegt, wie er es gerne gehabt hätte. Ne? Klar, aber das machen wir natürlich alle. Ne? Ja, das machen wir alle, klar. Ganz kurz möchte ich einmal noch ganz am Schluss jetzt über Frühstück bei Tiffany reden. Weil das die meisten wahrscheinlich kennen, die auch Kaltblütig oder seine anderen Werke nicht kennen. Und das kennen wir als einen wunderbaren Film mit Audrey Hepburn und es ist alles leicht und schön. Aber die Geschichte selber ist ja eine ganz andere. Da ist ja eine Prostituierte. Man hat das damals in Amerika verharmlost. Ja, und deshalb war er ja so unglücklich, weil er fand, obwohl er mit Audrey Hepburn eng befreundet war, auch übrigens bis zum Schluss, glaube ich, seines Lebens, hat er immer gesagt, er hält sie für die absolute Fehlbesetzung und er wollte unbedingt Marilyn Monroe, die auch tatsächlich schon aus eigenem Antrieb angefangen hatte zu proben. Die war ihm verruchter eben, ne? Ja, also verruchter sein, nicht so niedlich. Es ist viel näher dran natürlich an der Protagonistin von Frühstück bei Tiffany, wie er sie geschrieben hat. Eben, er macht keinen Hehl draus, dass es eine Prostituierte ist und diese ganze Liebesgeschichte zwischen, die im Film vorkommt, die gibt es gar nicht, weil der Erzähler in Frühstück bei Tiffany ist eben ein erfolgloser Schriftsteller, eher auch homosexuell. Ich weiß nicht, wie deutlich das wird im Roman, aber, auf jeden Fall, es gibt keine Liebesgeschichte. Er fühlt sich angezogen und er erzählt von ihr und so. Und das ist das ist alles dazu geheimnis worden. Es gibt eine sehr schöne kleine Sonderausgabe bei Kein und Aber von Frühstück bei Tiffany. Jetzt gibt es dein Buch, True Boy. Ist damit die Truman Capote-Sache abgeschlossen oder ist noch was im Busch? Oder ist jetzt alles da? Naja, leider ist noch im Busch meine Dissertation über Capote. Aber da versuche ich dann ganz unsalopp zu schreiben. Da schreib nicht rein, oh Backe oder so. So habe ich angefangen. Bitte jetzt. Nicht. Ich muss noch mal zurück auf los. Vielen Dank. Danke, ich wünsche Erfolg dir. Für dein Buch. Danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Kommen. Und jetzt signiert die Autorin. Und ich danke auch. Vielen Dank, Anushka Roshani. Vielen Dank, Elke Heidenreich, für dieses lebendige Gespräch. Ihr habt uns ja nicht nur Lust gemacht auf das Buch von Anushka Roshani, sondern auch darauf, Truman Capote selbst wieder zu lesen. Und man denkt sich, der ist eben nächsten Montag 100 Jahre alt, aber irgendwie ist alles so frisch und so lebensnah. Und wie wenn es ein Freund... Ich habe mir immer gedacht, hast du ihn eigentlich noch kennengelernt? Aber so alt bist du ja gar nicht.
Apropos Altern. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause, kommen Sie wieder. Und ich danke dem SIA für die tolle Kooperation, jedes Mal aufs Neue. Draußen gibt es einen Büchertisch von der Buchhandlung Hirslanden. Sie können das Buch von Anushka Roshani erwerben und signieren lassen. Und ich glaube, von Elke sind auch zwei Bücher dabei. Also, schönen Abend. Danke Ihnen.